Fahrzeugnummer aufschreiben, also die Kennzeichen natürlich mal. Batterienummer oder was weiß ich was. Wir haben alle beisammen.
Thank you.
warm sein und lächeln und dann kommen wir das richtig. Dann kommen die Guck, Benzin, alles weg. Kriegst du nicht alle rein in deine Hutschachtel? Na klar. Passt. Mal gucken, wo ich wirklich lande. Ich habe auch eine Leipzig-Sicht, da war ich fast nicht oben im Tannenbohr. Siehst du mal, wie. Hast du viel gesehen, Frau? Gut, das war so. War nicht von dir, ne?
Mein Name ist David Leibner, ich komme aus Dessau und ja, bin schon seit 10 Jahren mit der Oldtimer-Branche infiziert. So hat man sich langsam mal hochgepusht und wie es mit jedem Hobby ist, irgendwann setzt man sich da ein großes Ziel. Und somit ist es dann ein Fahrzeug von 1928 geworden, ein D-Rad R9, Deutsche Industriewerke aus Berlin-Spandau. Marke gab es auch nur bis 1931 und das Fahrzeug ist ein Viertaktmotor, 500 Kubik, 12 PS und bringt stolze 80 km/h auf die Bahn. Und das Wichtige ist, es ist alles noch im Originalzustand, wurde kein Lackstift angewandt, ist alles noch so wie es mal war, außer ein paar Gummiteile und Verschleißteile. Sonst ist es noch wie fast vor 100 Jahren. Also Riesenapplaus. Und dann halte ich in meinen Händen den ersten Oldtimer-Treffen-Aachen-Pokal. Und wenn du dich fragst, weil der in der Mitte ist, das ist unser Stadtmaskottchen, also unser Elbi. Der hat genauso viel Charakterstärke wahrscheinlich wie dein Fahrzeug. Und da passt er sehr gut zueinander. Und von der Richtung her herzlichen Glückwunsch zum ersten Pokal, zum ersten Oldtimer-Pokal in Aachen von der Stadt Aachen-Elbe. Dicken Applaus! Vielen Dank. Bitte schön. Ja, ich bin der Marco Trepper aus Zerbst und ich habe hier einen 311er Rockburg Camping. Den habe ich so vom Schrottplatz gerettet. Ja, der fahren wir gleich. Im Originallack. Im Originalrost. Ja, haben wir vor ein paar Jahren wieder so auf die Straße gebracht. Soll auch so bleiben. Schöne Nachwelt. Und damit geht der erste Preis an unseren Gewinner aus Zerbst. Erster Oldtimer-Pokal der Stadt Aachen-Elbe überreicht und herzlichen Glückwunsch! Ich hätte mit einer größeren Herrenrunde gerechnet, aber ja, vielleicht muss das mitsparen, da weiß es nicht.